Habe ich die jetzt hier reingetan? Ich weiß es nicht. Kein Brot draus machen, sondern wir machen da natürlich erstmal ein paar Strohballen draus, um den Boden auszulegen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen. Ich denke mal aber, dass das hier jetzt reichen wird. 27, ich hoffe es zumindest so. Ja, Kätzchen. Du bist jetzt hier, ne? Schnüffelst schön an der Blume. Ich finde, das passt da ganz gut rein, oder? Na, jetzt noch ein Pferd natürlich, fehlt dann natürlich noch, aber die kriege ich da schon rein. Die könnte ich jetzt eigentlich auch schon mal holen. So, machen wir das so? Ja, ich glaube, so sieht besser aus. Vielleicht am Rand? Nee, oder? Wie baut man das ab? Am besten? Ist egal, okay. Oder geht das mit der Schaufel? Ist egal, okay. Es ist egal, wie man Strohballen abbaut. So, dann haben wir so einen kleinen Kranz hier drüben. Das sieht doch immer ganz schnieke aus. Und wir haben doch nicht genug. Egal. So. Ja, auch schon ziemlich viel Weizen verballert. Für sowas. Auch für den Hühnerstall da oben. Da ist ja auch alles aus Weizen. Und ich weiß noch nicht mal wofür. Das sieht man sowieso nicht. Naja. Egal. Egal. Wir gehen erstmal wieder ins Bett. Aber ich finde das Haus immer noch ganz schön. Also klar kann man das noch schöner machen. Gibt bestimmt Leute, die haben das richtig drauf mit Dekoration und so weiter. Das können wir hier nicht mal machen. Irgendwas müsste man doch auch hier mal vernünftig auf dem Dachboden machen können. Ich weiß nicht. So, wo ich die Musik gerade höre, ich muss mal nochmal neue besorgen. Ich habe ganz viele Ideen noch von Spielen. Zum Beispiel, was man einbauen könnte hier noch. Das muss ja immer dazu passen, ne? Ich könnte natürlich auch einfach die Gronkh-Playlist ganz runterladen und die benutzen, aber man will ja nicht alles klauen, ne? Die Idee dieses Let's Plays ist ja schon quasi geklaut davon. So ein Langzeit-Let's Play. Open End. Aber ich habe einen Vorteil. Ich habe wenig Zuschauer. Freunde, ich habe ganz wenig Zuschauer. Das bedeutet, und ich bin hier auch nicht finanziell unabhängig von diesem Projekt. Das bedeutet, ihr werdet immer diesen Content so bekommen, wie er ist. Rein. Rein in der Seele. Eines Wodkas. So, ich hoffe, das reicht jetzt mal hier mit den Dingern. Auch ganz schön teuer, ne? So 7. Und die 16 behalte ich erstmal so. Ne, mir ist das auch egal. Ich lasse auch alles ungeschnitten und hatte überlegt, ob ich Minecraft jetzt ein bisschen schneide, zurechtschneide vielleicht. Vielleicht nur wichtige Sachen, aber darum geht es hier bei diesem Let's Play nicht. Dann muss man zum Beispiel Hausflipper gucken. Hausflipper ist anders. Ich stelle hier noch ein paar hin. Hausflipper ist anders. Da schneide ich ein bisschen. Da mache ich das ein bisschen, dass es nicht allzu langweilig ist. Hoffe ich zumindest. Das sind ja mittlerweile auch schon über 70 Folgen, ne? So viel kommt ja von dem Spiel auch nicht mehr. Also von dem Spiel selbst. Könnte mal neue Sachen wieder da reinbringen, so neue Gebäude oder so. Naja. Vielleicht sind sie auch schon an Hausflipper 2, ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung. So, ich hole schon mal ein Pferd. Was essen Pferde eigentlich? Essen die auch Weizen? Müsste man ja eigentlich auch vermehren können, oder?
Probieren wir gleich mal aus. Ich hole die eben einmal alle rüber. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Fünf Leute. Fünf Pferdchen. Was mit dir, Hundi? Du musst auch mal wieder was haben. Du siehst so schmächtig aus. So, er ist auch noch zugange hier. Der Bauer. Die Äpfel sind zu sauer. Die Dinger, Birnen sind zu süß oder so. Die kommen hier gar nicht raus, ne? Die können rausspringen. Oder auch nicht. Doch, hier kommt er raus. So. Dann mal schnell rüber geritten. Ich reite auf dem Pferd. Was ist das denn für ein Lied? Klingt so retro. Ich mag so Retro-Lieder gerne. Weiß ich, ich bin so ein 80er-Kind, obwohl ich gar nicht aus den 80ern komme. Wie habe ich das denn gemacht? Oh, das Pferd hat das von selbst gemacht. Oder das Pferd abgedanced zu der Musik. Oh yeah. Ich möchte die Kamera einmal vernünftig hier so. So. Zack, ein schönes Bild gemacht hier. So, guck dir das an. Hier hast du viel mehr Platz. Eine Wasserstelle brauchen die hier auf jeden Fall noch. Ich hoffe, die hüpfen nicht über den Zaun, aber ich glaube, das machen die gar nicht. Mein kleines Pferdchen. Pferdchen, ich pack euch alle in den Stall. In den Stall. So eine Musik ist gut zu Sport. Wenn man Sport macht. So, und natürlich habe ich auch mein weißes Pferdchen bekommen. Das habe ich mir ganz schnell geschnappt. Ui. Pferd macht gar keinen Sound, aber naja. So, schnell rüber. Ja, die werden manchmal frech, glaube ich, aber naja. Was essen die denn? Essen die jetzt Weizenkörner oder essen die jetzt hier Weizen? So, einmal drüber gehüpft. Guck mal, ihm gefällt das schon dort. So, dann noch drei. Wir haben es gleich. Reiten ist übrigens gar nicht so einfach. Denkt man immer so, man muss sich einfach nur aufs Pferd setzen und dann einmal mit den Haken gegen den Pferdekörper hauen und dann geht's zackig los und man sitzt ja im Sattel und das funktioniert alles so einfach, aber so einfach ist das gar nicht. Reiten ist Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. So, vielleicht lasse ich auch eins hier, vielleicht auch nicht, weil ich das vielleicht wegbaue. Mal gucken, wahrscheinlich werde ich es eher wegbauen. Also schön ist das nämlich nicht da. Wir wollen es ja schöner haben. So, bis zum 20. habe ich ja noch Kurzarbeit. Also werde ich bis dahin wahrscheinlich auch streamen. Jetzt wollte ich gerade auf den Chat gucken, aber... ist ja schlecht bei einem normalen Let's Play. Gudrun, wo bist du hin? Ich vermisse dich und dein Essen. Gudrun, du geile Sau. Yeah. Gudrun. Die Gudrun. Ich vermisse sie.
Ich war viel zu schnell weg. Wir hatten sie dort oben drin. Und auf einmal war sie weg. Habe ich das überhaupt hochgeladen, den Stream? Ich glaube nicht, ne? Den Gudrun-Stream. Wo uns ein Dorfbewohner im Haus besucht hat. Auf einmal im Haus war. So, dein Freund ist auch da. Und der letzte... War doch der letzte. Ne, zwei sind das noch, oder? Ne, ist der letzte. Ja, Gudrun, die uns kurz im Haus besucht hat und dann auf einmal spurlos verschwunden ist. Vielleicht werden wir irgendwann das Rätsel lösen. Vielleicht habe ich es auch schon gelöst, denn in der Mine unten, wo sie eventuell mit der Leiter runtergegangen ist, ich weiß ja nicht, ob die Falltüren öffnen können, war ein Zombie-Villager. So einer in Zombie. Die erkennt man ja ganz leicht. Ich hoffe nicht, dass sie das war, sondern dass sie irgendwie anders weg ist und ich vermisse sie auf jeden Fall. Ich wollte gerade mit ihr handeln, da war sie weg. Wird nämlich leckeres Hühnchenfleisch im Angebot. Nee, ich musste ihr das geben, ne? Dann hätte sie das schön verkocht. Was willst du machen? Aua. Das tat weh. So, dann können wir auch mal da eine Truhe hinstellen und da irgendwie die Dinger hinstellen. Wie heißen sie? Die Rüstungen, die hier reinkommen. Hier, Moment. Das Dingens hier, die Rüstung, Schutzrüstung. So, was esst ihr denn jetzt? Esst ihr Weizen? Seid ihr so Weizenfreunde? Wie kann man die denn füttern? Weizen tut den nicht reizen. Nee. Irgendwo da haben wir noch so ein Weizenkorn. Essen die auch nicht. Karotten. Was habe ich jetzt weggeworfen? Karotten werden die, glaube ich, essen, oder? Jetzt. Moment. Ich habe da noch ein paar, oder? Hier, ihr könnt Weizen haben. Den gebe ich übrigens erstmal keinen Weizen mehr. Sind viel zu viele. Ich pack das erstmal hier rein. Das wäre fatal, wenn wir noch mehr Kühe da hinsetzen. Da sind schon genug. So, wo sind denn unsere Karotten? Nehmen wir hier natürlich gleich alle mit. Jetzt wird das schon wieder Nacht. So langsam überlege ich mir, die Nacht auszumachen. Ist mir zu nachtig hier. Nachtschattengewächs. Nachtschatten. Nachts im Schattengewächs. Was ist das für ein Gewächs? Verstehe ich nicht. Ich habe gar kein Trinken hier. Ich werde gleich verdursten. Aber dazu will ich nochmal sagen, heute grill ich endlich mal. Ich will mal Zeit. Extra hier Grillkohle, hier Holzkohle, hier Briketts geholt. Mal werde ich gleich ein bisschen zündeln gehen da, ne? Lecker, lecker. Ich liebe Grillen. Im Sommer. Wenn es abends noch schön warm ist. Ah, ist das angenehm. So, die werden ja wohl wirklich Karotten essen, oder? Wie gebe ich denen das denn? Dann muss ich denen das auf dem... Muss die doch irgendwie füttern können. Hier. Eher nicht so. Okay, keine Karotten. Ich guck gleich nach, wenn ich hier Aufnahmepause mache. Da esse ich eben eine Karotte. Ist ja auch mal gesund, so ein Gemüse, ne? Ein bisschen Gemüse muss man ja auch mal essen. Kann nicht immer nur Cola trinken. So, viel habe ich jetzt auch nicht mehr vor. Was wollte ich jetzt? Die Pferdedings noch zu Ende bauen. Halt das Maulkatze. Und bisher finde ich, das kann man für Pferdewurmer machen. Das war jetzt auch nicht so viel Platz, aber naja. Vielleicht hole ich noch ein bisschen Gras. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen Gras. Lass mal ein bisschen Gras holen. Lass mal einen durchziehen.
Solche Leute gibt's gar nicht mehr, ne? Die sind jetzt ja... Ey, Digga, lass mal einen durchziehen, Alter. Die sind ja jetzt eher so geworden. Früher war das ja... Ey, hallo. Was wollte ich holen? Gras. Ja, hallo. Lass mal einen durchziehen. Und jetzt ist das, wie schon gesagt. Ja, Digga, lass mal einen durchziehen. Okay, ist fast so ähnlich. In gewisser Weise. Nur ein bisschen Coolness da noch ein bisschen reingelegt in die Sprache. Ich kann das auch besser mit Dings machen, oder nicht? Also das Gras kann ich besser mit Knochenmehl machen. Da kommen da wenigstens ein paar Blübchen. Benjamin. Kommt da nochmal zu Vorschein. So, hier, rein da. Was soll ich denn mit Gras? Quatsch, hier. So, 26, das reicht. Ups. Oder machen wir da ein paar Blümchen hin? So, Moment. Der Staubsauger ist wieder im Hintergrund am Zugang. Ich weiß nicht, ob man den hört mit der Musik. So, ich klebe euch hier ordentlich was hin, denn man lebt nur einmal, ne? Pferdchen, ihr lebt nur einmal. Ich nicht. Ich kann immer wieder auferstehen. Kriegt ihr eine schöne Pferdekoppel hier einfach mal hin. So, aus. Das ist doch viel schöner als gerade. Dann mache ich doch nochmal ein neues Foto. So. Ja, hier kommen noch Bäume hin, aber ja nicht überall. Das heißt, ich kann hier auch eigentlich schon mal so provisorisch statt einfach mal hinzimmern. Kann man ja immer noch mal wieder wegmachen. Das hohe Gras kommt ja sowieso weg, weil das einfach zu hoch ist. Ist mir zu hoch. Vielleicht bleiben wir aber bei einer Sorte Blume. Weil das sieht mir ein bisschen durcheinander aus, wenn ich ganz ehrlich bin. So dieses Gelb. Nee. Das ist eher so Kirchensache. Wir nehmen mal nur die Weißen. Und die anderen können wir eigentlich auch mal gebrauchen. Entschuldigen Sie. Das wollte ich nicht, aber... Ich musste hier einmal Hand anlegen. So. Mist, das war das Gras. Das wollte ich nicht. Best drüber stellen. So. Mal rot. Die roten, die kommen auch woanders hin. Und die bläulichen natürlich auch. Wie heißen die überhaupt? Mohn, Korn. Jetzt ein Korn. So, die gelben sieht man fast gar nicht. Aber die müssen auch weg. Hier dürfen nur die weißen stehen bleiben. Für unsere allerliebsten Pferdchen. So. Es sieht nämlich besser aus, finde ich. Wenn schön nur eine Farbe. Der Rest kann nämlich... Nochmal hier ein bisschen verteilt werden, auf jeden Fall. Kann nie genug Blumen haben. Ja. Vielleicht nicht zu viel, vielleicht brauchen wir sie auch noch für... Ach, wie heißt es denn? Für Farbe. Wenn wir mal Farbe machen wollen, habe ich noch... nee, habe ich nicht. Hier kommen auf jeden Fall blaue rein. Das gehört zur Kirche. Zur Enderkirche. Enderman, blau, schwarz. Kann man so ungefähr miteinander verbinden. So, und die benutzen wir mal als Farbe. Und das muss eigentlich mal frei hier. Perfekt.